Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Ich befinde mich mitten im Urlaub, komme gerade von 3 Tagen Hamburg wieder nach Hause, sehe dementsprechend wahrscheinlich noch ein bisschen erschöpft aus, aber es war eine wunderbare Zeit in Hamburg. Also selten eine Stadt so schnell ins Herz geschlossen und ich glaube, ich habe tatsächlich am Elbstrand einen neuen Lieblingsplatz in Deutschland für mich entdeckt. Und ich war 3 Tage jetzt bei Phil in Hamburg und er hat mir sein Hamburg gezeigt. Wir hatten eine wirklich ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe Dienstagabend dann auch Laura Newman und für alle, die ihn vielleicht noch kennen, Tobi vom früheren Kanal Büchergewusel getroffen. Und es war wirklich, es waren tolle Tage, tolle Stunden. Phil und ich haben endlich einmal eine Game of Thrones Serie Folge gemeinsam ansehen können. Wir haben das ja immer mal über WhatsApp gemacht, aber das ist natürlich nicht dasselbe, als wenn man wirklich nebeneinander sitzt. Und es war eine großartige Zeit. Hamburg ist wunderschön. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Stadt. Zudem merke ich dann immer, ich bin absolut ein Wasserkind. Ich merke, dass mir das Wasser in der Nähe unglaublich gut tut. Und ich glaube, ich muss irgendwann doch nochmal ans Meer ziehen in meinem Leben. Und also es war super, super schön. Und ich habe auch ein paar Bilder auf Instagram hochgeladen. Und schaut da auch einfach mal gerne bei Instagram vorbei. Findet ihr unten in der Infobox. Und guckt euch einfach an, was ich so ein bisschen an Fotos hochgeladen habe. Ich stand auch vorm legendären Bücherregal vom lieben Phil und saß da gefühlt, würde ich mal so 10 Minuten und habe geguckt, was da sich alles so befindet. Hat wirklich mega Spaß gemacht und es ist immer wieder schön, dass man sagt, eigentlich kennt man sich ja nur über YouTube und ja, Phil und ich, wir kennen uns natürlich auch im Zuge von Buchmessen und der Kingsianer-Tour und auch dem privaten Austausch doch ein bisschen mehr und es sind da natürlich schon auch Freunde geworden, aber es ist immer schon so dieses, eigentlich kennt man sich nur über YouTube und oder hat sich da kennengelernt und was sich daraus so entwickeln kann, finde ich wirklich großartig und ich kann also Internetfreundschaften absolut nur nickend zusagen und das jedem empfehlen. Allerdings hat mein Fuß dann doch so diese 3 Tage ein bisschen gelitten. Also ich war ja letzte Woche 4 Tage arbeiten und habe da schon gemerkt, dass dieses 8 Stunden Sitzen nicht immer so das Ideale war. Habe es jetzt auch wirklich auch beim Laufen gemerkt. Also ich glaube gar nicht, dass das Laufen an sich das Problem war, sondern dass die engen Schuhe einfach das Problem sind, also geschlossene Schuhe. Und ich bin heute schon in offenen Schuhen durch die Welt gelaufen. Das ist heute nicht ganz so schlimm. Ich glaube, wir hatten 18 Grad und Sonne, das geht. Aber viel kälter darf es halt nicht werden. Und ich hoffe, wenn ich es jetzt ein bisschen schone und einfach wieder ein bisschen hochlege und ich habe Arnika-Salbe, dann wird das schon. Aber es hat mich nicht davon abgehalten, durch Hamburg zu tigern und die Zeit zu genießen. Ja, an und für sich ist das ja jetzt aber die Urlaubswoche, aber es hätte sich jetzt irgendwie komisch angefühlt, nicht drüber zu sprechen, weil es ja die Vorwoche eigentlich ist. Aber ihr wisst ja, dass ich das immer ein bisschen mixe. Ja, ich habe in der Woche 4 Bücher gelesen, die 3. Folge von Game of Thrones angesehen, habe mit This Is Us weitergemacht und ich denke, da legen wir jetzt einfach wieder wie gewohnt mit den Büchern los. Das erste Buch der Woche ist immer noch Wir von Ilia Janos, ein Buch, das ich bei der lieben Susi entdeckt habe und das mich so angesprochen hat, dass ich es direkt heruntergeladen habe als E-Book und auch direkt gelesen habe. Dann habe ich das neue Buch von Vincent Cliche und Sebastian Fitzek gelesen, Auris. Das ist ja, Vincent Cliche ist wohl ein sehr bekannter deutscher Thriller-Autor, der mir vorher nichts gesagt hat und nach einer Idee von Sebastian Fitzek ist dann dieses Buch entstanden. Dann habe ich von Stefan Ort Couchsurfing in Russland gehört. Ich hatte den Podcast von Stefan Ort auf Weltwach oder mit Stefan Ort auf Weltwach gehört und war dann so interessiert an einem seiner Bücher, dass ich mich daran erinnerte, oh, irgendwo hast du da ja noch ein Hörbuch, hör dir das mal an. Und dann haben wir im Leseklub von Alma Katsu The Hunger gelesen. Ja, das hätte man vielleicht auch lassen können, aber das ist das letzte Buch, was ich dann auch am Sonntag beendet habe und das waren die 4 Bücher der Woche. Ein bisschen auch noch gelesen habe ich in der neuesten Flow
Aber da bin ich noch nicht ganz durch. Also wie man sieht, ich habe da noch so ein bisschen auch was vor mir. Aber wir starten wie gewohnt natürlich der Reihe nach mit dem ersten Buch der Woche. Immer noch wieder von Elia Janus und ich spreche sie jetzt einfach mal so aus. Ich hoffe, dass ich den Namen da richtig ausspreche. Das Buch habe ich entdeckt bei der lieben Susi. Ich packe euch ihr Video, ihren Kanal mal unten in die Infobox. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Und sie liest ja sehr gerne New Adult und auch Liebesromane. Ich habe zwar nicht immer den gleichen Lesegeschmack wie Susi, ich mag aber einfach, wie sie über Bücher spricht. Und auch bei diesem Buch hat sie mich total angefixt. Sie hat so geschwärmt und ich fand auch die Idee von der Geschichte richtig großartig, sodass ich direkt auf die Suche gegangen bin und das E-Book, ich glaube, für 1 Euro entdeckt habe und es mir dann auch direkt heruntergeladen habe. Das Buch ist aus dem Feuerwerke Verlag, habe ich vorher auch noch nichts von gehört, habe mich da umgesehen und entdeckt, dass es da sehr viele Liebesromane gibt und besonders auch die E-Books sehr günstig sind. Also wenn ihr da auf der Suche seid, schaut da auch gerne mal vorbei. Ich fand so 1 Euro für ein E-Book fast gefühlt schon so günstig, muss ich ja immer sagen. Mag ich ja bei Self-Publisher persönlich auch nicht. Also ich bezahle da gerne 3-4 Euro für ein E-Book, aber ich habe mich jetzt natürlich auch nicht über den Euro sozusagen beschwert. In dem Buch geht es um Lina und Jo, die Kinderfreunde waren und die haben sich irgendwann dann mal in ihrer frühen Jugend, sag ich mal, verloren, haben sich jetzt 25 Jahre nicht gesehen, treffen sich zufällig bei einer Ü30-Party wieder, haben das Gefühl, dass sie sich irgendwie kennen und fühlen auch eine Verbundenheit und beide merken, oh, irgendwie was verbindet mich, irgendwas kommt mir beim anderen bekannt vor. Es ist sehr intensiv, es ist ein sehr schönes Kennenlernen und beide nehmen sich vor, sich einfach weiter kennenzulernen, ohne sich zu verraten, wie sie heißen. Doch irgendwann ist natürlich klar, dass beide doch irgendwie merken, wer sie sind. Und dadurch, dass die Vergangenheit nicht nur Schönes hervorgebracht hat, müssen sich beide jetzt auch so ein bisschen ihren Ängsten stellen, ihrer Vergangenheit stellen und auch das so ein bisschen überwinden. Es ist eine Liebesgeschichte, die sehr intensiv erzählt ist, die mir wirklich sehr viele Emotionen gegeben hat. Ich fand auch diese Idee wirklich gelungen. Man hat ja immer mal wieder im Leben das Gefühl, man trifft jemanden und es ist so eine Art Seelenverwandter. Und auch ich kenne dieses Gefühl bei 2-3 Menschen in meinem Leben und das ist total faszinierend und auch zum Teil sehr erschreckend, dass man sich denkt, man sieht sich, man spricht und merkt relativ schnell, irgendwie hat man dieses Gefühl, man kennt sich schon ewig. Und das ist ein Gefühl, was mir eben bekannt ist und wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass das einen auch einfach sehr erschrickt. In dem Fall ist es natürlich so, dass sich die beiden auch einfach kannten, aber sich natürlich in den 25 Jahren auch verändert haben. Man spürt in dieser Liebesgeschichte sehr, wie uns Zeit einfach prägt und auch verändert, welche Entscheidungen zu etwas geführt haben, was einen verändert. Und das macht diese Liebesgeschichte für mich zu einer sehr besonderen Liebesgeschichte. Wir haben auch so ein bisschen einen Perspektivwechsel von den beiden. Das hat mir sehr gut gefallen, dass man so die Gefühle aus beider Sicht kennengelernt hat, erzählt bekommen hat und dass die auch wirklich so schön beschrieben sind. Also die Autorin geht sehr darauf ein, uns diese Gefühle eben näher zu bringen. Und das hat sich für mich auch sehr, sehr echt angefühlt. Der Kritikpunkt am Perspektivwechsel ist für mich, dass er einfach abwechslungsreicher im Stil hätte sein können. Ich mag es persönlich einfach sehr, wenn ich wirklich anhand des Schreibstils auch merke, dass da zwei verschiedene Perspektiven sind. Und ich finde einfach auch, dass ein Mann anders spricht und denkt, wie das eine Frau tut. Und ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen abwechslungsreicher anders gestaltet worden wäre. Man hatte halt so einen einheitlichen Stil, was jetzt also nicht an sich schlimm ist, weil das Stil schon sehr gelungen ist. Aber ich hätte mir hier einfach so ein bisschen einen persönlicheren Unterschied gewünscht. Sprachlich war das Buch sehr modern, sehr flüssig, sehr schnell. Man fliegt förmlich durch die Zeit. Ich habe das Buch, glaube ich, auch in 2 Atemzügen gefühlt gelesen. Hat mir wirklich vom Stil sehr, sehr gut gefallen. Mir war es aber an mancher Stelle auch ein bisschen zu viel hin und her. Ich bin, glaube ich, einfach ein sehr straighter Mensch bei Entscheidungen und bei mir gibt es selten bis kaum ein Hin und Her, auch nicht in der Gefühlswelt. Entweder
ja oder nein. Und ich kann mich nicht immer in Menschen hineinversetzen, die im Kopf immer ein Hin und Her haben. Ich versuche das sehr im Privaten, bei Freundinnen, Freunden, das irgendwie zu verstehen und da dann auch nicht zu ungeduldig zu sein. Mir wird durchaus manchmal schon gesagt, dass ich zu ungeduldig bin in diesen Fällen, aber na, dafür ist man ja befreundet. Aber ich selbst kenne das wirklich nur sehr, sehr selten, dass ich ja, in so einem Hin und Her gefangen bin. Und das macht es dann für mich eben auch zu einer Spur kitschig, aber alles in allem ist das wirklich ein ganz, ganz toller Liebesroman gewesen, der mich unterhalten hat, der mich berührt hat, der mich mitgerissen hat, der mich zum Lachen gebracht hat, aber auch wirklich emotional sehr berührt hat und auch so ein bisschen, ja, der Kitsch sozusagen, ja, dass da die Liebe in mir so ein bisschen geweckt hat, dass man eben auch einfach merkt, man muss manchmal, ja, man darf vor Ängsten eigentlich keine Angst haben und man muss sie eben auch einfach mal durchbrechen, die Angst und seine alten Muster, um dass man dann eben sagt, ja, die Hoffnung ist eben immer da und ja, man muss sie eben einfach nur gehen und man muss sie eine Chance geben und das finde ich, es ist so eine schöne Ausstrahlung, die das Buch eben auch einfach hat, was bei mir auch einfach gefühlvoll angekommen ist. Das macht für mich dieses Buch wirklich zu einer besonderen Liebesgeschichte, eben mit den ein, zwei Kritikpunkten, die ich mir ein bisschen anders gewünscht hätte, aber ja, das Leben ist ja kein Wunschkonzert und jeder hat auch einen anderen Geschmack und Menschen, die tatsächlich vielleicht sehr auch hin und her gerissen sind und das kennen, können sich wahrscheinlich auch einfach mit ihr identifizieren und ja, können es dann auch verstehen, wo ich halt wiederum einfach so meine Probleme damit habe. Aber es ist halt einfach so ein persönliches Ding, wie ja auch jede Rezension einfach etwas Persönliches ist. Ja, muss ich das hier natürlich auch einfach sagen. Aber mir hat die Geschichte trotz dieser zwei, drei Kritikpunkte sehr, sehr gut gefallen. Und ich danke Susi an dieser Stelle für den Buchtipp und bin wirklich froh, dass ich diese Geschichte gelesen habe und ja, sie im Grunde auch einfach so ein bisschen passend zur Stimmung genossen habe. Das zweite Buch habe ich zusammen mit der lieben Tanja gelesen. Auf ihren Kanal packe ich euch unten in die Infobox, wie natürlich auch alle Buchinfos. Und zwar ist das Auris von Vincent Cliche nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Mir hat Vincent Cliche vorher überhaupt nichts gesagt. Er soll wohl ein relativ bekannter deutscher Thriller-Autor sein. Mir ist der Name persönlich noch nie irgendwie wo aufgefallen. Von daher ist es schon mal gut, dass Sebastian Fitzek irgendwie auf diesem Buch draufsteht. Auch wenn man jetzt sagen kann, hat das Vincent Cliche wirklich nötig oder warum macht man das? Also bei mir hat es natürlich jetzt funktioniert. Es steht Fitzek drauf. Es ist nach einer Idee von Fitzek und das war für mich der Grund, sich das Buch näher anzusehen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich es ein Stückchen früher schon lesen konnte, um es jetzt passend zum Erscheinen dann im Grunde auch in der Bücherwoche zu haben. Es gibt auch ein Hörspiel dazu, was wohl doch irgendwie auch andere Wege gehen soll als das eigentliche Buch. Hier bin ich einfach noch am Überlegen, ob es, ja, wenn man das Buch kennt, es doch irgendwie noch Sinn macht, sich das Hörspiel anzuhören. Ja, da werde ich einfach mal gucken, wie vielleicht die Stimmen sind. Ja, mit Tanja hatte ich mir ursprünglich 7 Tage eingeplant, 7 Leseabschnitte. Wir waren aber, glaube ich, auch schon nach 4 Abschnitten durch, weil wir doch immer mal so einen Leseabschnitt hatten, wo wir dann auch gesagt haben, Mensch, wollen wir nicht heute noch ein bisschen mehr lesen und das dann eben auch einfach gemacht haben. Also man merkt, das Buch hat einen schon so in den Bann gezogen. Sebastian Fitzek erklärt zu Beginn des Buches, woher seine Idee kommt, wie es dazu kam, dass er dann auch mit Vincent Cliche zusammengearbeitet hat, was es mit dem Hörspiel auf sich hat und das fand ich auch sehr, sehr spannend. Es lohnt sich, das sich im Grunde auch auf jeden Fall durchzulesen, weil man da eben einfach ein bisschen mehr, ja, Futter sozusagen zur Geschichte bekommt. Wir treffen auf Jula Ansorg, die etwas sehr Schlimmes in Brasilien erlebt hat und sie muss ja den Selbstmord ihres Bruders überwinden. Sie stellt sich zu all diesen Dingen in Brasilien und zum Selbstmord ihres Bruders sehr viele Fragen, ob es wirklich ein Selbstmord war und ob alles so stimmt, was ihr die Polizei dann im Grunde auch erzählt hat. Sie hat einen Podcast, bei dem sie unter anderem auch über ihren eigenen Fall spricht. Sie spricht aber auch über andere True Crime Fälle, bei denen die angeblichen Verbrecher aber irgendwie unschuldig sind oder waren und ja, klärt da im Grunde so ein bisschen diese Fälle auch mit auf, beziehungsweise stellt da kritische Fragen, wie kann das eben eigentlich passieren, dass sowas heutzutage noch passiert. Sie wird auf den Fall von Matthias Hegel aufmerksam, der ein bekannter
forensischer Phonetiker ist. Das musste ich mir tatsächlich aufschreiben, denn er hat das perfekte Gehör und kann innerhalb eines Gespräches oder auch wie eben Menschen sprechen, erkennen, ob sie lügen, ob sie die Wahrheit sagen, ob sie aufgeregt sind. Er kann anhand der Sprache auch körperliche Dinge erkennen. Und ich habe mal gegoogelt, dass sowas tatsächlich mehr oder weniger möglich ist, finde ich großartig. Er soll eine fremde Obdachlose niedergestochen haben und sitzt nun eben im Gefängnis. Und Jula gräbt aber immer tiefer in den Fall und wird auch immer mehr hineingezogen. Und dabei begleiten wir sie im Grunde über der Geschichte hinweg. Es ist ein sehr, sehr rasanter Thriller. Er ist, wie ich finde, hochspannend. Er ist sehr packend. Jedes dritte Kapitel endet mit einem Cliffhanger und man hat immer das Gefühl, man muss weiterlesen. Das war wirklich etwas, was ich überhaupt nicht erwartet hatte, dass mich das so mitreißt, mit hineinzieht und wirklich so eine Art Page-Turner wird, dass es mich wirklich so packen kann und ich wirklich nicht aufhören kann mit Lesen. Und ich glaube, die ersten zwei Leseabschnitte haben wir uns noch sehr ordentlich verhalten, aber dann ging es Tanja im Grunde einfach genauso, sodass wir gesagt haben, wir müssen einfach auch noch ein bisschen weiterlesen und vielleicht den morgigen Leseabschnitt und ja, wie es dann mal ist, ne, wenn man mal anfängt, hört man nicht mehr auf. Die Idee der Geschichte finde ich grandios. Und dabei ist mir ganz egal, ob es eine Fitzek-Idee ist oder eine Klischee-Idee. Ich finde die Idee mit diesem perfekten Gehör, mit diesem Phonetiker wirklich Hammer. Ich mag es auch, dass wir eine sehr junge Frau haben als Protagonistin, die auch mal so etwas Modernes wie einen Podcast hat, die sich damit beschäftigt, der eben selbst auch etwas passiert ist. Ich finde dieses ganze Setting, diese Idee, finde ich wirklich der Wahnsinn. Zudem gibt es Wendungen, die ich grandios waren, die mich auch mitgenommen haben, die nachvollziehbar waren und die ich wirklich habe nicht kommen sehen, die total unerwartet waren, was ich aber toll fand. Sprachlich war es mir aber leider doch ein bisschen zu schnell. Es war sehr wenig Atmosphäre und über Tiefgründigkeit sollte man auch nicht so viel nachdenken. Die Charaktere bleiben so ein bisschen blass, wie ich fand. Auch die Nebencharaktere, insofern es die gibt, werden sehr schnell abgefrühstückt, was ich auch ein bisschen schade fand, weil ich hätte mir doch ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht, auch gerne irgendwie so ein bisschen mehr Infos und einfach so ein bisschen auch, ja, na, dass es einen so mitnehmen kann und man sich das davon ein gutes Bild macht. Aber natürlich lebt dieser schnelle Thriller von seinem Stil, von seiner Schnelligkeit, Lebendigkeit, von der Spannung, die es dazu gibt, ohne dass sich eben zu lange über Nebensächlichkeiten aufgehalten wird. Was ich auch einfach sagen muss, ist, dass es Szenen gibt, die sehr eklig zum Teil sind. Für mich persönlich auch manchmal zu gewollt eklig. Also ich hatte manchmal so das Gefühl, man hat absichtlich das jetzt noch widerlicher gemacht, als es hätte sein müssen, nur damit man eben diese eklige Szene noch widerlicher macht. Und man hat doch ab und an zu viele Zufälle, die die Geschichte irgendwie verknüpfen. Also das ist ja was auch Fitzek sehr oft vorgeworfen wird, dass er dann doch irgendwie noch so einen Sprung von der Seite in seinem Buch macht, wenn es gar keinen anderen Weg mehr gibt. Das Gefühl hatte ich hier tatsächlich auch des Öfteren. Und man darf nicht immer über Logik nachdenken. Das muss man hier auch ganz klar sagen. Auch hatte ich das Gefühl, wie wenn das der Auftakt einer Reihe ist, was ich aber vorher überhaupt nicht wusste oder erwartet hatte. Ich dachte wirklich, dass es ein abgeschlossenes Buch ist, ein abgeschlossener Fall. Hatte jetzt nicht erwartet, dass es eben in gewisser Weise noch weitergehen könnte. Es werden somit eben auch nicht alle Fragen beantwortet. Was für mich grundsätzlich immer ein bisschen unbefriedigend ist, wenn ich ehrlich bin. Ich mag es einfach, wenn was abgeschlossen ist, wenn sich mir nicht noch 10 offene Fragen stellen und man so denkt, naja, wo führt das jetzt im Grunde noch hin? Es war ein spannender Thriller, überhaupt keine Frage. Wer das mag, wer Thriller mag, der wird hier auf jeden Fall seinen Spaß dran haben. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut und hatte ja so diese 2-3 Kritikpunkte. War für mich aber wirklich toll zu lesen. Es war sehr schnell zu lesen. Es ist eben auch einfach ein Punkt, den ich einfach positiv sehe, wenn man wirklich sowas wegsuchtet, inhaliert und wirklich immer mehr möchte und so reingezogen wird in die Geschichte.
Ob ich jetzt das Hörspiel tatsächlich noch anhören werde, wie gesagt, weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Ich werde auf die ersten Stimmen warten zu dem Hörspiel und bin da einfach gespannt, was da so ein bisschen an Bewertungen rumkommt. Ob man es wirklich getrennt voneinander irgendwie betrachten kann, kann mir eben aber doch durchaus den ein oder anderen Aspekt im Hörspiel sehr, sehr gut vorstellen. Und seit Monster 1983 bin ich ja ein großer Hörspiel-Fan. Hab leider noch gar nicht so viele gehört, aber mir macht das eben immer doch großen Spaß. Und ich bin ja auch ein Hörbuch-Fan, von daher kann ich mir das schon noch cool vorstellen. Mal sehen, wie ich mich da dann einfach entscheiden werde. Das dritte Buch ist dann das Hörbuch der Woche, Couchsurfing in Russland von Stefan Ort. Ein Autor, der jetzt, glaube ich, in dieser Reihe schon 3 Bücher herausgebracht hat. Ich glaube, es begann mit China? Nein, ich glaube, es war erst im Iran, dann in Russland. Das neueste Buch spielt in China. Und ich habe mir die Leseprobe zu China schon mitgenommen auf der Leipziger Buchmesse und habe jetzt sein Interview bei Weltwach entdeckt und auch angehört. Und ich packe euch auch mal den Weltwach-Podcast oder die Seite mal unten in die Infobox. Ich bin ja ein großer, großer Fan von Weltwach, von diesem ganzen Konzept, von diesem Abenteurern, von Erik Lorenz selbst, der das ja so ins Leben gerufen hat. Und ich mag auch wirklich den Podcast mit diesen Interviews sehr, sehr gerne. Zudem war es zwischendurch ein super angenehmes Gespräch mit ihm. Es war ein tolles Interview. Er hat da auch natürlich ein bisschen über sein neues Buch gesprochen. Früher war Stefan Ort Redakteur beim Spiegel Online, dann wurde er eben Autor und hat dann eben ja dieses Couchsurfing gemacht und auch so ein bisschen bekannt, finde ich, gemacht, wo man eben bei Einheimischen in einem Land wirklich auf der Couch gefühlt wohnt und Teil eben auch dieser Menschen dann irgendwie wird. Also dass man nicht nur wie so bei Airbnb das Zimmer, die Wohnung mietet, sondern wirklich auch Zeit dann mit dem Gastgeber verbringt. Er spricht das Hörbuch, glaube ich, nicht selbst. Jetzt habe ich den Sprecher vergessen. War aber auf jeden Fall ein sehr gelungener Sprecher. Es tut mir sehr leid. Name schon wieder verdrängen, wie es manchmal halt so ist. Mir hat der Sprecher gut gefallen, hat die Geschichte gut erzählt und rübergebracht. Kann man nicht meckern. Wir erleben jetzt hier eben 10 Wochen Russland. Das ist die Zeit, in der Stefan Ort eben vor Ort war, der eben bei Menschen auf der Couch schläft. Und sich von denen auch so ein bisschen Russland zeigen lässt, auch so ein bisschen einfach das ursprüngliche Russland uns im Grunde dadurch auch nahe bringt. Er erlebt hier viele Menschen im Land und auch sehr außergewöhnliche Orte. Er hat viele Gespräche, die er auch festhält und für uns rüberbringt, also auch aufgeschrieben hat, die er wunderbar auch erzählt und das so auch aus dem Zusammenhang so ein bisschen zusammenbringt, was ich einfach sehr gelungen fand. Und wir erfahren eben auch so die Eindrücke, die das bei ihm hinterlassen hat. Also wirklich, wie er an die Sache rangeht, was er während der Reise schon an sich entdeckt, was sich verändert oder auch verstärkt. Und natürlich auch, wie er dann nach dieser Reise so ein bisschen seine Erlebnisse sieht. Sprachlich ist das alles sehr einfach gehalten und auch der Spannungsbogen war so ein bisschen lahm bis kaum vorhanden. Ich finde, man hätte das einfach ein bisschen knackiger halten können an so mancher Stelle. Während mir zum Beispiel diese ganzen russischen Sehenswürdigkeiten, besonderen Orte ein bisschen zu kurz gekommen sind. Da hätte ich mir tatsächlich mehr Infos gewünscht, vielleicht auch so ein bisschen was Geschichtliches. Weil über Russland habe ich ein paar Dokus gesehen, finde ich immer mega spannend, was es da wirklich aus dieser früheren Zeit zu erzählen gibt, wie sich das auch noch ins Heute überträgt. Und da hätte ich mir viel, viel mehr Infos gewünscht, während es halt irgendwann nicht mehr spannend war, beim 10. Gastgeber zu sein und sich wieder davon bestätigen zu lassen, dass das Klischee vielleicht doch nicht stimmt oder vielleicht doch oder ja. Zudem habe ich mir immer so die Frage gestellt, wenn Stefan Ort davon geschwärmt hat, wie toll das ist, so Couchsurfing, habe ich mir tatsächlich so die Geschlechterfrage gestellt, ob ich das als Frau machen würde, ob ich mich wirklich bei fremden Menschen einquartieren würde, ob ich jetzt persönlich einfach zu ängstlich bin oder ob das Geschlechterding doch irgendwie einen Unterschied macht. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich einen fremden Mann auf meiner Couch haben wollen würde. Das ist so ein bisschen, natürlich könnte man jetzt sagen, man sucht sich Gastgeber in seinem Geschlecht, wenn es das irgendwie leichter macht. Ja, ich bin da so ein bisschen unschlüssig und ich glaube, dass man das nicht einfach grundsätzlich positiv reden kann, sondern trotzdem so ein bisschen den Verstand einschalten muss.
Mir waren es zum Teil auch zu viele naive Gedanken, sowohl was das Land selbst angeht, was die Medien angeht, wie er immer diese Unterschiede macht zwischen Deutschland und Russland. Und ja, dadurch lässt sich natürlich ein Vergleich, eine Geschichte, etwas Erlebtes irgendwie greifbarer machen. Aber ich muss mal ehrlich sagen, auch in Deutschland und oder ja Europa ist nicht immer alles perfekt. Und mich hat so gestört, dass man davon ausgeht, dass es in Russland eben schlecht ist, dass er im Grunde irgendwie mit diesem Vorurteil daran gegangen ist, es dann irgendwie mit Deutschland, Europa verglichen hat und dann so merkt, naja, so schlecht ist es dann doch nicht. Und ich denke mir so, hey, also in Deutschland ist jetzt auch nicht immer so die absolute Meinungsfreiheit im Vordergrund, wer weiß, ob uns immer alles ehrlich erzählt wird und so weiter und so fort. Und ich möchte jetzt gar keinen politischen Aufriss hier irgendwie machen, aber das fand ich manchmal doch ein bisschen naiv und sehr einfach an die Sache rangegangen. Ja, kann man vielleicht nicht anders machen bei einem Buch. Man möchte ja so viele Menschen wie möglich erreichen. Viel nachdenken, hatte ich aber so den Eindruck, darf man irgendwie nicht, weil dann merkt man irgendwie, dass das nicht wirklich sehr viel Substanz hat. Was ich doch ganz gut fand, ist, dass er Unterschiede zwischen den Kulturen herausgearbeitet hat und auch versucht hat, die zu erklären, wie eben so etwas zustande kommt. Und das hat mir auch schon bei seinem Podcast gefallen, wo man so bei 2, 3 Beispielen zu China einfach gemerkt hat, okay, es gibt eben Unterschiede und die haben einen Grund. Und das hat mir hier zu Russland eben auch sehr gut gefallen, dass man das greifen kann, dass man das verstehen kann, wenn man vielleicht selbst auch im Grunde keinen Menschen aus dieser Region, aus den Ländern irgendwie kennt, dass man irgendwie doch erfährt, warum ticken die anders wie wir oder vielleicht warum ticken auch wir anders als alle anderen. Ne? Das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mir persönlich ein bisschen mehr noch an diesen Reisegedanken gewünscht. Das fand ich eben auch manchmal, dass das ein bisschen zu kurz kam. Es war halt alles sehr, sehr schnell. Man hat diese 3 oder 10 Wochen, also was ja fast 3 Monate sind, irgendwie so im Schnelldurchlauf erlebt. Bei manchen Gastgebern und Städten hat er sich ein bisschen länger aufgehalten. Aber wie gesagt, Sehenswürdigkeiten sind mir viel zu kurz gekommen. Auch so ein bisschen das Geschichtliche kam mir zu kurz. Und vielleicht hatte ich jetzt auch einfach eine falsche Erwartungshaltung an die Geschichte. Es wirkte dadurch ein bisschen oberflächlich, ein bisschen gehetzt. Es wirkte auch so, wie wenn wir jetzt halt die Geschichte erzählen wollen, damit sie erzählt ist und gar nicht, dass sie irgendwas Handfestes sozusagen ist, fand ich persönlich eben einfach ein bisschen schade. Es war irgendwie okay, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich spüre jetzt nicht direkt das Verlangen, die 2 anderen Bücher von ihm zu lesen oder zu hören, was für mich so ein Zeichen ist, okay, ja, es ist jetzt auch erstmal gut. Obwohl mich ja das in China wirklich mega interessiert hätte, ist das aber so ein bisschen abgeflacht, weil es einfach, also wenn über China im Grunde ich Ähnliches erfahre wie jetzt über Russland, dann kann man schon groß ahnen, in welche Richtung es geht und was wir dann eben alles wieder nicht erfahren, ähnlich wie bei Russland. Und das fände ich einfach schade und wäre mir persönlich eben auch einfach zu wenig. Und mir war es eben auch einfach zu wenig. Also es war irgendwie okay. Ich glaube, man kann sich das so als Einstiegsbuch, wenn man so sich mal mit Reisenden irgendwie beschäftigen möchte, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ich fand auch den Podcast, wie gesagt, wirklich sehr gelungen, aber es ist jetzt nichts Nachhaltiges oder Tiefgründiges gewesen, wo ich denke, ja, das wird mir jetzt in Erinnerung bleiben. Aber ja, solche Bücher muss es ja einfach auch geben. Und das letzte Buch der Woche ist dann The Hunger von Alma Katsu. Das ist unser Leseclub-Buch im April gewesen. Ich hatte, wie das so aufkam, sehr, sehr viel Gutes darüber gehört. Ich habe auch gehört, dass es so ein bisschen in eine Richtung geht wie Terror von Dan Simmons, dass es eben nicht einfach nur ein Roman ist, sondern hier auch Historisches eben mit Fiktion gemischt wird und man irgendwas Mysteriöses, Gruselvolles, Horrorvolles irgendwie hat und dass es sich eben da ein bisschen an Terror anlehnt, jetzt nicht von der Geschichte, sondern eben einfach so von dieser Grundstimmung. Es ist bisher das einzige Buch, was es von der Autorin gibt und es bezieht sich auf die Donnerparty und diese Donnerparty gab es eben wirklich und es gibt jetzt eben auch diesen Donnerpass in den USA, der irgendwie bei 2002 Meter Höhe liegt und ich habe jetzt nach dem Buch ein bisschen darüber gelesen. Ich empfehle auch, wenn man das Buch mit Spannung lesen möchte, am besten Wikipedia erst danach zu lesen, aber man kann sich vielleicht die Orte schon mal ansehen und bekommt da so ein bisschen ein Gefühl. Es
man weiß im Groben so ein bisschen, wie das geendet hat. Ähnlich wie bei der Terror. Man hat schon mal was, also ich hatte vorher schon von der Donnerparty gehört, hatte mich aber noch überhaupt nicht groß irgendwie damit beschäftigt. Weiß nur, dass eben am Ende etwas passierte, worüber sehr viele sehr sich aufgeregt haben und ich mir so dachte, naja, was will man machen? Und so ist mir die Donnerparty geschichtlich einfach in Erinnerung, aber viel mehr tatsächlich auch nicht. Wir sind irgendwie im Frühjahr 1846 und da brechen fast 90 Männer, Frauen und Kinder aus Springfield auf, um nach Kalifornien auszuwandern. Man darf sich die USA aber zu der Zeit noch nicht so vorstellen wie heute. Das heißt, es gibt keine Straßen, es gibt wirklich nur Wege, die so von einem zum anderen erzählt werden. Es war überhaupt nicht so einfach, da von der einen Küste gefühlt zur anderen zu kommen. Es war alles sehr unbekannt und auch wir haben ja auch ein Gebirge mit über 2000 Meter Höhe, was überwunden werden muss. Und der Wagentrack hat es also nicht so einfach. Es kommt dazu noch, dass sehr viele der Menschen, die mit uns jetzt hier unterwegs sind, die auf diesem Weg unterwegs sind, Geheimnisse mit sich tragen und es so eben auch Feindseligkeiten innerhalb der Gruppe gibt. Als dann eben auch noch ein Junge unter mysteriösen Umständen zu Tode kommt und auch andere verschwinden, macht es diese ganze Gruppendynamik nicht sehr viel einfacher. Denn irgendetwas begleitet diese Gruppe und irgendwas ist da eben, was es gar nicht so einfach macht. Historisch ist das Buch wohl relativ korrekt. Also wenn ich jetzt auf Wikipedia gucke, was die Geschichte so ein bisschen an Verbundenheit hat, wo die Autorin so ihre Gedanken her hat, dann merkt man, okay, es ist hier historisch gut recherchiert und auch gut rübergebracht. Es gibt aber natürlich auch diese Prise an eigenen Ideen der Autorin, diese des Möglichen und eben auch ein Hauch von Horror, Fantasy, Mysteriösen, wie auch immer wir es nennen wollen. Ich möchte vorneweg sagen, dass es für mich überhaupt nicht an irgendeinen Dan Simmons rankommt, außer an die Dan Simmons, die ich schlecht fand. Es ist natürlich historisch mit Fiktion. Ja, das ist dann wohl Dan Simmons, aber es ist überhaupt nicht vergleichbar. Es ist für mich viel zu hoch gegriffen. Für mich hat Alma Katsu das überhaupt nicht geschafft. Ich hatte mir viel mehr Mysteriöses, Horrormäßiges vorgestellt. Ich hatte mir mehr Spannung erwartet. Das ist alles überhaupt nicht aufgetaucht. Ich sag mal so, die erste Hälfte war noch sehr atmosphärisch. Man ist gut in diese Gruppe hineingekommen. Man ist in die Geschichte gekommen. Man hatte ein Bild vor Augen, wie diese Zeit war, wie die Menschen tickten, warum sie so tickten. Man hat das richtig gut vorgestellt bekommen. Und ich war wirklich so die Hälfte lang noch sehr, sehr begeistert von dieser Geschichte. Auch da hat man schon gemerkt, okay, so horrormäßig, wie ich es vielleicht erwartet habe oder mysteriöses, kommt irgendwie nicht, aber es war zumindest irgendwie noch so ein bisschen spannend. Der Schreibstil hat dann aber für mich irgendwie total nachgelassen. Es ist irgendwie banal geworden, es ist langweilig geworden, es ist schleppend geworden. Es wurde sich nur noch über die Intrigen und Geheimnisse der einzelnen Menschen vorgestellt, darüber nachgedacht und rübergebracht. Und irgendwann fand ich es einfach nur noch anstrengend und langweilig, mir das alles zu merken, zu wissen, wer hatte welches Geheimnis und wozu und was haben die eigentlich alle gegeneinander. Und ich habe es irgendwann irgendwie sehr anstrengend gefunden. Auch die ganze Reise selbst ist irgendwann so in den Hintergrund für mich gerückt und ich hatte gar nicht mehr das Gefühl, ich bin hier irgendwie auf einer Abenteuerreise, sondern eigentlich begleite ich nur ein paar Menschen, die irgendwie vielleicht auch nichts anderes zu tun hatten. Die Charaktere, die anfangs noch greifbar waren, sind aber dann auch irgendwie blasser geworden. Die Spannung war weg, die Atmosphäre war für mich weg. Und für mich wurde es, ich sag mal so ab der Mitte, unglaublich langweilig. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, es muss doch jetzt nochmal was passieren, es muss nochmal was kommen und es muss doch jetzt auch nochmal dieser Horroraspekt irgendwie kommen. Und für mich war er nicht da. Also vielleicht verstehe ich auch etwas anderes unter Horror. Ich fand's nicht wirklich gelungen. Also ich muss wirklich sagen, ja, es war jetzt nicht so schlimm, ihn abzubrechen, obwohl ich da tatsächlich so kurz vor dem Ziel, so ja, 3 Leseabschnitte vorher dachte, naja, eigentlich so richtig Lust hast du nicht. Und ich muss auch echt sagen, dass ich mich durch die letzten 2 Abschnitte, also die letzten 100 Seiten, schon ganz schön gequält habe. Aber ja, ich habe damit gerechnet, dass noch irgendwas passiert, dass noch irgendwas kommt. Ich habe auf diesen Terror-Effekt irgendwie noch gewartet und ich habe irgendwie gehofft, dass es mich noch packen kann, fesseln wird, dass irgendwas noch, ja, eine Wendung in dieser Geschichte bringt. Für mich nicht. Also ich muss wirklich sagen, lange nicht mehr ein so langweiliges Ende eines Buches gelesen oder Hälfte.
Und ich frage mich, wo dieser Cut in der Mitte zustande gekommen ist. Muss ich ganz ehrlich auch sagen, das kann ich überhaupt nicht greifen, überhaupt nicht verstehen. Ja, leider nicht gelungen, leider nicht mein Buch. Und ich war dann irgendwie froh, als es zu Ende war. Zum Ende kann man auch nur sagen, nein. Also auch das Ende lässt mich nur den Kopf schütteln. Da muss ich echt sagen, da lese ich lieber einen Wikipedia-Eintrag und fand den um Längen spannender, als wie die Geschichte dann das Ende gefunden hat. Leider, leider, aber gut, ich meine, es muss eben auch einfach mal nicht so gute Bücher geben, dann weiß man die anderen Geschichten natürlich zu schätzen. Von mir gibt es hier keine Empfehlung, war leider nicht wirklich irgendwie ein Buch, was ich empfehlen würde. So, genug über Bücher gequatscht, kommen wir jetzt zu Game of Thrones Staffel 8 Folge 3. Ich versuche es spoilerfrei zu halten. Nein, also ich werde nicht spoilern. Ich möchte einfach so zwei, drei Gefühlsemotionen rüberbringen. Es ist ja eine Folge gewesen, also es ist ja die längste Folge in Game of Thrones. Ich glaube 82, 83 Minuten. Es ist eine Folge, die die Gemeinde wohl sehr spaltet, was ich tatsächlich verstehen kann. Es ist für mich aber mit einer der grandiosesten Dinge, die ich im Fernsehen gesehen habe, zumindest wie sie umgesetzt wurde. Es ist atmosphärisch, emotional, hochspannend, packend. Manchmal darf man über die Logik auch nicht nachdenken. Es passierte etwas, womit ich irgendwie gerechnet habe, aber nicht wie es passierte. Und ich war wirklich 1,5 Stunden gebannt mit Phil vor den Fernseher gehangen und war fix und fertig. Ich habe 3-4 Taschentücher gebraucht. Ich habe zeitweise das Atmen vergessen. Ich war nervlich am Ende. Phil und ich haben danach auch erstmal einen Jägermeister getrunken, haben, glaube ich, auch 10 Minuten überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen, weil wir so erledigt waren. Und auch nach dem zweiten Mal gucken, was ich dann zu Hause gemacht habe, ich bin einfach fertig. Das ist ehrlich eine Folge, die mich emotional total mitreißt, die mich atemlos davor sitzen lässt, die Dinge beantwortet, aber natürlich auch wieder Fragen aufwirft und die mich so komplett aufgesogen hat und am Ende irgendwo ausgespuckt hat, und so habe ich mich wirklich gefühlt. Es ist wirklich eine großartige Folge, wie gesagt, nicht unbedingt von der Handlung, von der Logik, dass alles irgendwie Sinn machte, aber wie sie aufgebaut war, was sie uns erzählt hat, wie sie erzählt wurde, das fand ich wirklich hammergeil. Also ich saß auch wirklich immer wieder mal dann beim zweiten Mal gucken davor und habe gedacht, wie geil sieht das aus, wie geil ist das gemacht, Wahnsinn. Und es macht so viel einfach auch Sinn, manches eben auch einfach nicht, aber ich finde es toll. Ich bin so, so froh, dass die 8. Staffel für mich so gut funktioniert und hoffentlich jetzt auch in den letzten 3 Folgen so gut weitergeht. Ich war ja doch ein sehr enttäuschter Zuschauer von Staffel 7 und auch schon Staffel 6 war so mit Abstrichen zu genießen. Wenn man gerade an die ersten 4 Staffeln denkt, war das für mich halt überhaupt kein Vergleich mehr. Aber ich finde, dass man sich in Staffel 8 wirklich bemüht, so diesen High-Fantasy-Charakter wieder zu erwecken und das wirklich rüberbringen möchte. Also ich kann die 8. Staffel absolut nur empfehlen und es war sehr schwierig, den ganzen Montag sich vor Spoilern fernzuhalten. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe Instagram gemieden, ich war nicht auf Facebook unterwegs. Das Schlimmste war, als ich am Bahnhof umgestiegen bin und so eine Werbetafel sehe, Game of Thrones Fans, aufgepasst, und ich so dachte, nein, 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 nein. Und wirklich so 3 Schritte ohne offene Augen durch den Bahnhof lief, weil ich dachte, nein, 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 ich will das nicht wissen. Und man muss schon wirklich darauf achten, dass man nicht gespoilert wird. Gerade, ich sag jetzt mal, als High-Nerd-Freak-Fan wäre das irgendwie dramatisch gewesen. Natürlich wird man schon ein bisschen gespoilert, indem man einfach hört, dass Leute einem sagen, oh, ich bin total fassungslos oder ich konnte 1,5 Stunden nicht atmen. Ich habe auch schon gehört, oh Gott, ich konnte gar nichts essen. Es war alles so spannend. Und man hat natürlich einen gewissen Erwartungspegel, der dann gestiegen ist. Aber nichtsdestotrotz sind wir relativ gut um solche Dinge herumgekommen und waren dann auch froh, als wir nach der Folge endlich so wieder ein bisschen Social Media gucken konnten, uns austauschen konnten. Und es war wirklich ein absoluter Genuss, einfach die Folge mit Phil anzusehen. Ebenso
im echten Leben und nicht einfach nur über WhatsApp. Ja, das fand ich wirklich was Besonderes und ich finde es so cool, dass wir beide gerade diese Folge einfach auch miteinander gesehen haben. Also ich war wirklich bis auf 2-3 Dinge sehr begeistert und glaube auch, dass es jetzt ein gutes Ende nehmen könnte. Also so ein Ende, mit dem man zufrieden sein könnte. Ne? Nach Staffel 7 hatte ich ja meine größten Befürchtungen. Ich glaube, dass, wenn es so weitergeht, es ein, also nicht im Sinne von ein Happy End, aber ein gutes Ende so für die Umsetzung wird. Und zudem bin ich weiterhin bei This Is Us, glaube ich, jetzt die 5. oder 6. Folge der 3. Staffel gewesen. Ich gucke die ja auf Six. So habe ich das jetzt auch in dieser Woche gemacht. Vorige Woche gab es ja keine Folge, da ja auch Ostermontag war. Aber da bin ich auch nach wie vor dabei und ich bin auch hier sehr, sehr angetan nach wie vor, wie emotional das erzählt wird, wie tiefgründig die Charaktere sind, wie mich das immer wieder aufwühlt, zum Lachen und zum Weinen bringt und wirklich so dieses echte Lebengefühl hinterlässt. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich finde es wirklich großartig, eine Serie, die ich wirklich jedem empfehlen kann, der einfach so etwas sucht. Und ja, auch wenn es vielleicht erstmal schnulzig und kitschig und irgendwie klingt, lasst euch davon nicht abschrecken. Ich finde wirklich, dieses echte Gefühl spürt man nur bei sehr, sehr wenigen Serien. Und da hat man es eben einfach. Also ich finde das wirklich großartig. Ja, ansonsten war das ja meine Vorurlaubswoche. Das war ja die Nach-Osterwoche. Wettertechnisch war es, glaube ich, ganz schön bis zum Wochenende. Ja, ich glaube, dann kam der Regen, was wir, glaube ich, auch alle gebraucht haben. Also auch in unserem Garten hat man definitiv gemerkt, man kommt mit dem Gießen Ende April überhaupt nicht nach und hat jetzt schon Unmengen an Wasser im Grunde vergossen, ohne dass eigentlich Sommer ist. Ich glaube, es ist für die Natur nicht immer ganz einfach, wenn die Hitzeperioden schon so früh sind. Aber die Welt wird sich schon etwas denken. Die Natur wird auch seinen oder ihren Grund haben und ja, letzten Endes ändern, also kann man es ja jetzt so akut sowieso nicht. Und ja, ich bin ja ein Fan des schönen Wetters und habe das auch in Hamburg sehr genossen, dass wir da wirklich 2 Tage Sonnenschein satt hatten. Phil und ich haben uns auch einen leichten Sonnenbrand geholt, als wir eben am Elbstrand waren und ja, im Strand lagen und die Sonne genossen und ja, auch irgendwo unser Mittagessen draußen gegessen haben und auch mit der Fähre unterwegs waren und es war ein bisschen viel Sonne. Da muss man einfach sagen, man muss da, glaube ich, tatsächlich schon ein bisschen aufpassen, aber ach ja, es hat sich gelohnt. Ja, also war wirklich, also Hamburg war wirklich toll. Trage ich auch jetzt nur so mit mir herum und man merkt, dass Reisen etwas mit einem macht, auch einfach Begegnungen mit Menschen etwas mit einem machen und dass man davon lange, lange zehren kann. Zumindest tue ich das. Also ich nehme da wirklich sehr viel mit und ja, werde dann auch nächste Woche wieder gut gelaunt in die Arbeitswoche starten und ja, freue mich schon auf die Begegnungen, die dann eben einfach noch folgen und die Städtetrips, die in diesem Jahr noch sind und auch hoffentlich auf meinen Meerurlaub, ja, den ich geplant habe, aber ja, dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Ja, das war sie nun jetzt auch schon, die Bücherwoche dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem Video. Mich interessiert natürlich wie immer, welche Bücher habt ihr gelesen? Was war so euer letztes Buch-Highlight? Guckt ihr gerade eine Serie? Seid ihr auch im Game of Thrones-Fieber? Vielleicht auch gerne spoilerfrei eure Meinung irgendwie mit, ja, wie ihr die Folge gefunden habt, wenn ihr sie euch angesehen habt. Bitte lasst uns nicht spoilern irgendwie, das wäre gemein allen anderen gegenüber. Und ja, sagt da gerne mal in den Kommentaren, wie ihr das so findet. Alle Infos findet ihr wie immer in der Infobox. Schaut euch da einfach mal um. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.